herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute würde ich euch gerne Vorteile von Laubheu zeigen. Zeigen, warum Laubheu für die Pferde wichtig ist, warum ist es wichtig, Laubheu in die Pferdeernährung zu integrieren, den Pferden das anzubieten, mit den Pferden spazieren zu gehen, sie aussuchen zu lassen, welches Laub sie essen möchten und welche Vorteile das für die Gesundheit der Pferde gibt. Herbst, wenn sich die Blätter verfärben. Ich nehme euch mit auf meine Koppel und zu meinen Pferden diesem einem frühen Morgen. Es ist sehr früh, liegt ja noch Nebel überall und es ist eine wundervolle Stimmung, hier einfach in der Natur zu sein und das Ganze mit allen Sinnen zu erleben. Pferde zu erleben bedeutet eigentlich auch so etwas zu erleben. Zu erleben, das, wo sie zu Hause sind, die Natur, die Stille, alles, was in der Natur einen umgibt. Und wenn man sich bewegt auf diesem Boden, wo die Pferde leben, dann verbindet man mit den Pflanzen auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn man in diese Stille ist, dann kann man auch Bäume flüstern hören. Man kann sich komplett der Natur hingeben und man entwickelt dann mit der Zeit auch andere Sinne, so dass man etwas anderes empfangen kann, was die meisten Leute heutzutage in der Hektik des Alltags nicht mehr können. Viele Fähigkeiten sind uns verloren gegangen und die Pferde sind ja Schlüssel, dass wir zu diesen Fähigkeiten wieder zurückfinden, wenn wir ihnen die geeigneten Umstände geben zum Leben. Dann profitieren wir selbst so viel davon. Man spürt diesen Rhythmus der Natur so intensiv, wenn man hier unterwegs ist, wenn man sich diese Bäume und diese Blätter anschaut. Man kann spüren, was in den Bäumen vorgeht. Man kann spüren, wie die Bäume untereinander kommunizieren. Eine Pflanzenwelt ist sehr, sehr komplex und sie ist weitaus mehr entwickelt, als wir das üblicherweise annehmen. Und hier auf der Suche nach den Pferden sieht man ja, wie viel Laub an diesen Bäumen hängt. Das ist hier meist Robinienwald. Und Robinie gilt ja in der Pferdeszene wie so viele nützliche Pflanzen als giftig. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Robinie ist sehr, sehr wertvoll. Und diese ganzen Blätter, die jetzt an diesen Bäumen hängen und zu Laub, Heu werden, dienen den Pferden. Pferde essen sie das ganze Jahr über und auch im Herbst natürlich essen sie die Blätter der Robinien durchweg, konstant ist das zu sehen. Dieses prächtige Farbenspiel ist ja wirklich fest für Sinne. Kamera kann ja nicht annähernd das einfangen, was man empfängt, wenn man mitten
in diesen Bäumen ist, man sieht natürlich ganz anders mit menschlichem Auge und empfängt diese Reichtum an Farben viel, viel intensiver. Und da sind die. Sie kommen gerade aus dem Wald heraus. Pferde grasen die ganze Nacht durch, sind sehr nachtaktive Tiere. Sie legen sich natürlich ab und zu mal auch hin und schlafen mal Stunde dösen. Aber in der Regel sind sie die ganze Nacht unterwegs, besonders im Sommer. Aber auch jetzt im Herbst haben sie diese Angewohnheit beibehalten, immer noch. Im Winter werden sie dann auch tagsüber etwas mehr aktiv. Das ist ja ein Glücksfall, dass ich die Pferde überraschen kann, beziehungsweise sie beobachten kann, ohne dass sie mich bemerken. Ich habe mich auch extra leise angeschlichen und nutze diese wundervolle Morgenstimmung, diese Stille, diese herrliche Entspannung und unbeschreibliches Sein, was man da spürt, um die Pferde hier einfach zu erleben. Die Pferde gehen ja sehr selektiv vor, was es ihre Nahrung angeht. Und suchen sich diese Pflanzen aus, die sie brauchen. Wenn wir einen Platz haben, den wir der Natur überlassen können, das heißt also wirklich so wenig wie möglich eingreifen in die Natur, dann bringt dieser Platz die Pflanzen hervor, die den Pferden dienen. Pferde und Pflanzen gehen eine Beziehung miteinander ein. Und jetzt hat Donna mich hier gemerkt. Die Stuten hören ja Klicken der Kamera, weil jetzt kann ich ja auch die Gelegenheit nutzen, um wundervolle Fotos zu machen. Das ist eine traumhafte Kulisse hier. Und Pferde sind natürlich diese Geräusche von meiner Kamera auch gewöhnt. Laub bleibt natürlich liegen und die Pferde werden diese Blätter mit dem Gras aufnehmen. Besonders an diesen windigen Tagen kommt eigentlich auch einiges herunter an den getrockneten Blättern und die Pferde nehmen jetzt im Herbst kontinuierlich diese Blätter zu sich. Laubheu ist eigentlich sehr, sehr unterschätzt. Früher war das normal, dass wir die Pferde Laubheu gefüttert haben. Und
Das ist in unserer Zeit sehr viel verloren gegangen von diesem wertvollen Wissen. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, wenn man die Gelegenheit hat, die Pferde so zu beobachten, auf den Plätzen, wo sie Zugang zu den Bäumen haben. Je mehr verschiedene Bäume, desto besser natürlich. Und dann kann man gezielt beobachten, was sie so essen und wie viel davon. Wie gesagt, Robinie ist sehr beliebt bei den Pferden. Die Blätter sind sehr, sehr schmackhaft, auch für Menschen. Und sie kann man essen, so viel man will. Also sie hat keine besondere Wirkung. Also ich würde sie nicht als Heil Pflanze oder Heilbaum einstufen, mehr als Futterbaum, und deshalb ist Laubheu von Robinie so wertvoll, weil man es unbegrenzt füttern kann. Beziehungsweise hier bei mir bedienen sich die Pferde selbst, wenn sie auch durch diese Wälder streifen, fallen natürlich hier immer Blätter herunter. Und es wird natürlich alles gegessen. Und sowas habe ich ja auch bei mir auf meinen Wiesen und in meinen Wäldern. Da sind Wildtrauben, also Wildreben. Da es sehr viele Rebenfelder hier gibt, vermehren sich natürlich solche Pflanzen auch von alleine und wachsen hier im Wald. Das ist natürlich pure Natur, unbehandelt, bestes Futter für die Pferde und auch natürlich für Menschen, die man finden kann. Pferde essen es, und wie man hier sieht, sie essen auch Blätter von den Reben. Allerdings nehmen sie nicht sehr viel davon. Sie werden immer so im Vorbeigehen ein paar Blätter essen, und dann haben sie genug davon. Da sieht man ja auch, wie gezielt und selektiv sie vorgehen. So, heute zeige ich ja, wie es bei mir im Herbst aussieht. Es ist eine wunderbare Stimmung. Am Stall, hier bei den Pferden. Wie man sieht, es liegt sehr viel Laub unter den Bäumen. Das ist Maulbeerbaum. Es liegt sehr viel Laub, und die Pferde essen natürlich Laubheu. Hier wird von diesem Laub eigentlich nichts mehr übrig bleiben. Die Pferde essen es regelmäßig. Es liegt auch überall. Durch den Wind heute ist es ein bisschen verstreut, aber die Pferde essen es jeden Tag, und in 2-3 Wochen ist da kein Blatt mehr da. Die Pferde haben dann alles aufgegessen. Es sind ja nur 2 Pferde hier, und es sind circa 5 oder 6 Maulbeerbäume. Hier am Stall sind es 4 Maulbeerbäume, und von denen bleibt praktisch kein Blatt mehr übrig. Nur damit ihr da eine Vorstellung habt, wie viel Laub Pferde überhaupt essen. Und da ist noch einiges auch am Baum. Man sieht, das wird ja auch noch herunterfallen. Es ist wunderbar trocken. Und diese Laubheu ist sehr wertvoll für die Pferde. Volle Minerale, Vitamine und allen die Stoffe, die dieser Baum über ganzes Jahr in ihnen konzentriert hat. Deshalb mögen das die Pferde auch so und essen so viel davon. Das ist hier jetzt Luzerne, was die Pferde essen. Da ist ein Walnussbaum. Der verliert jetzt langsam auch alle Blätter.
Und unter Walnussbaum liegen auch, also die Pferde essen auch Walnussblätter, aber nicht zu viel. Die Pferde, die ihren Wurmhaushalt regulieren müssen, werden diese Blätter etwas mehr essen. Ansonsten, wie man sieht, das ist diese das sind diese braunen Blätter, die bleiben liegen. Also sehr viel von diesen Blätter bleiben liegen. Die Pferde nehmen nur ein bisschen was davon.